So, moin moin, ich habe mir überlegt, ich mache mal eine Kartenlegung. Und ich weiß, dass es einigen von euch mit den Portaltagen nicht gut geht. Und da möchte ich Abhilfe schaffen. Und ich möchte Abhilfe schaffen auf meine Art, weil ich möchte dir zeigen, wie du am besten mit diesen Portaltagen umgehen kannst. Wie du den höchsten Nutzen aus diesen Portaltagen für dich ziehen kannst, damit du nicht gleich denkst, oh Gott, es sind Portaltage und oh, es ist so schrecklich. Nein, so wie das hier liegt, und ich habe das so ein bisschen ausprobiert, nur ich kann es nicht ausprobieren. Deswegen habe ich es so gelassen, dann doch und mich entschieden, jetzt sofort das Video zu machen. So wie es hier liegt, sind das richtig geile Portaltage und es wird richtig, richtig gut. Gut, es geht immer noch ein bisschen besser, aber es wird so, wie ich es mir wünsche. Und zwar wirst du in deine Handlung geflossen. Also du kommst in den Flow, beziehungsweise du hast die Möglichkeit, in den Flow zu kommen. Und dahingegen möchte ich dich ja umprogrammieren, dass du aus diesem, ah, die Portaltage sind doof und jetzt noch 10 hintereinander, dass du da rauskommst. Was währenddessen passiert ist, diese Portaltage haben einen unheimlichen, ja, wie soll ich das sagen, ein unheimliches Potenzial, deinen eigenen Weg zu finden, deine Möglichkeiten zu erkennen. Und vor allen Dingen zeigen sie dir dein Herz. Du hast es jetzt noch nicht so ganz als Navigator richtig für dich entdecken können, aber sie zeigen dir dein Herz. Und ich möchte dir das nehmen, dass du denkst, das ist alles mies, das ist alles blöd. Und ich möchte da Lockerheit reinbringen, damit du eben halt dieses, ja, Glück und auch die Kommunikation deren, was hier jetzt passiert, tatsächlich erkennst. Und was ich sehen kann, ist, das, was zum Abschluss kommt, der eine oder andere erschreckt sich hier jetzt vielleicht vor dem Sarg. Der Sarg ist aber wirklich, dass du eine Sache zu Ende bringst. Also mit diesen Portaltagen kommt es endlich zum Ende. Und ich erinnere mich immer wieder daran, dass ich ja beim Channeling gesagt habe, bis Mitte Juli bleibt es so. Vorher solltest du planen und dann kommt jetzt ja der komplette Umschwung. Es ist etwas zu Ende und du hast die Möglichkeit, wirklich nach vorne zu gucken. Und das kommt von außen auf dich zu, also wirklich von, ja, von diesen Portaltagen auf dich zu. Und was du mitbringst, ist ja eigentlich die Zuversicht. Eigentlich die Zuversicht, dass, ja, vielleicht bringe ich sie auch mit und ich bringe es dir jetzt von außen bei. Also die Zuversicht, dass wirklich was Gutes auf dich zukommt, wenn du in die Kommunikation mit deinem Herzen kommst und ja, dieses Denken, dass alles schlecht ist, dass alles blöd ist, dass die Portaltage so schwierig sind, wenn du das ziehen lässt. Und ich möchte dir zeigen, wie ich die Symbole auch anwende. Und zwar ist hier ja so dieses, das ist aber blöd. Und jetzt schon wieder 10 Portaltage. Ach, das ist schwierig. Schwierig, das wird doof, das wird blöd, das Wetter ist schlecht. Und wie soll ich das nur machen? Das 13. Symbol, was du hier jetzt gerade siehst mit dem Einhorn Terra, ist das, was dich in die Kommunikation der Telepathie bringt. Also was dich in die Telepathie bringt. Und wie kriegt man das jetzt zusammen? Wie soll Terra dir jetzt helfen, mit der Telepathie davon auszugehen, dass diese Portaltage gar nicht so schlecht sind. Und zwar kannst du dich mit den Energien von Mutter Erde und eben halt auch mit den geistigen Energien verbinden. Und das ist ja ich will immer Telekommunikation sagen, ist ja Telepathie. Geh in den Ja, in die Kommunikation mit dem Kosmos, beziehungsweise diese Tage fangen auch an, das für dich wirklich zu schulen. Also die telepathischen Möglichkeiten, die du hast, deine Fähigkeiten werden geprüft und geh in diese Portaltage mit der Absicht, deine Telepathie zu stärken, damit du einfach aus diesem schlechten, schwierigen, ja, schweren Denken rauskommst. Hör den Tieren zu, hör der Natur zu, hör den Bäumen zu und dann merkst du,
dass die ganze Welt mit dir, für dich arbeitet und in Kommunikation mit dir tritt und vor allen Dingen in Kommunikation mit deinem Herzen trifft, also tritt. Was mein Wunsch tatsächlich ist, und das, gut, das hier liegt der Herzensmann, das ist natürlich für einige auch total schön. Du kannst es jetzt so interpretieren, dass da der nach diesen Portaltagen der Weg zu deinem Herzensmann aufgeräumt ist und er im Grunde genommen am Ende auf dich wartet. Aber mir geht es jetzt darum, dass die männliche Energie die ist, die in die Handlung kommt. Und die männliche Energie ist die, die ja, dich dazu bringt, wirklich in die Tat zu kommen. Und das ist jetzt wirklich wichtig. Nach dieser Phase, die wir ja hatten, wo es ums Planen ging, wo es um ach, das erzähle ich gleich dazu, wo es ums Planen ging, jetzt kommt die Handlung. Also diese Tage sind auch wirklich die Tage, die dich in die Handlung bringen, weil du hast vorher jetzt schon, wenn du es gemacht hast, alles fertig, hast dir überlegt, wie dein Plan war, wenn du meine letzten beiden Channelings für Juni und Juli erkannt hast und hast da mit dir gearbeitet. Und jetzt geht's los. Und ich musste eben so lachen, weil das hier ist das Einhorn Sarah, was das männliche und weibliche Prinzip ausgleicht. Und du brauchst natürlich auch deine weibliche Intuition, um in die Handlung zu kommen, weil wir diese spirituelle Handlung ja auch wollen und weil wir deine Gaben fördern wollen und weil wir deine Gaben nach vorne bringen wollen. In die Handlung, dass du sie anwendest. Und da spielt männlich und weiblich zusammen eine Rolle. Und ich rede mich hier mit meinen Händen um Kopf und Kragen. Und Sarah unterstützt das noch. Das Einhorn Sarah unterstützt mit dem ersten Symbol wirklich der Ausgleich von männlich und weiblich. Hier sind jetzt viele Möglichkeiten offen, wenn du jetzt noch nicht ganz klar deinen Weg gefunden hast, denn kriegst du deinen Weg mit dem Einhorn Kaspar. Und Einhorn Kaspar ist der, der dich auffordert, dich zu zentrieren, dich auf dich selbst zu zentrieren, zu gucken, was du möchtest, was dein Herz spricht, damit du deinen Weg erkennen kannst, damit du wirklich deinen Weg auch gehst und alles andere hinter dir lässt. Du stehst auf einem kompletten Neuanfang und du stehst darauf, das Alte wirklich ja, sein zu lassen, loszulassen. Und damit das gut gelingt, das ist so geil, dass ich die jetzt gerade erst gezogen habe, seht ihr, ne? Ich liebe es. Dieses Symbol ist das 15. Symbol. Ich liebe es wirklich, wenn es so geil zusammenpasst. Es passt eigentlich immer, aber ich liebe es. Und das 15. Symbol hilft dir auch nochmal, deine aktiven Erinnerungen loszulassen. Und das ist das Einhorn Shambhala, was dir hilft, die Vergangenheit sein zu lassen. Und aktive Erinnerungen sind, ich habe das immer schon mal erklärt, ja, du hattest einen Autounfall, du hast den Autounfall überstanden, alles ist gut. Und du hast jetzt aber Angst, ins Auto zu steigen und verpasst dadurch letztendlich auch die Möglichkeit, schneller und einfacher von A nach B zu kommen. Und das 15. Symbol mit dem Einhorn Shambhala hilft dir dabei, eben halt diese Erinnerung, dass Autos blöd sind, weil es gibt Autounfälle, es tut weh, sein zu lassen, ins Auto zu steigen und neu anzufangen, damit du eben halt leichter von A nach B kommst. Und das ist das 15. Symbol. Und es ist so geil. Also freu dich auf diese Portaltage. Wirklich, freu dich. Und die werden so erfolgreich für dich sein, weil das ist wirklich der Startschuss jetzt nochmal, den du bekommst für ja, diese Zeit, was ich in den Channelings gesagt habe, nachdem du dich entschieden hast, beziehungsweise wirklich jetzt deine Sachen, die du geplant hast, wo du sagst, das möchte ich tun, das will ich machen, bring's jetzt, fang an. Fang an innerhalb dieser Portaltage, ab 13.07. fängt es an, beziehungsweise danach, mittendrin, wie auch immer. Aber nimm diese Portaltage als Schubrakete vorwärts. Es ist so geil. Also freu dich drauf. Nicht, heute ist wieder Portaltag, sondern freu dich drauf. Freu dich drauf. Ich möchte eigentlich noch eine Einhornkarte ziehen, aber irgendwie auch wieder nicht. Doch möchte ich. Und alles hat seine gleiche Gültigkeit. Nur nochmal zum Abschluss. Also auch, ne, wenn wer jetzt von euch die Karten vielleicht kennt, hier sind die Mäuse und
da ich werde Verlust erleiden oder so. Nein, alles ist gleichgültig. Es kann sein, dass was von dir weggeht. Mäuse bedeuten aber auch Teamarbeit und du holst dir hier gerade dein geistiges Team mit diesen Portaltagen, kriegst du Kräfte aus dem Universum, dein Geist, diese Einhörner, dein Schutzengel, wie auch immer. Du hast dein ganzes geistiges Team, kannst du zusammenrufen, um es zu benutzen, um alles in eine gleiche Gültigkeit auch zu verwandeln. Und das ist auch völlig egal, was die anderen über dich denken oder was andere über dich sagen, du hast dich verändert oder wie auch immer, oder meinst du wirklich, dass das dein Weg ist? Ja, ist er. Also fang an und ja, hü. Ich freue mich da so drüber, weil es bestätigt das wirklich. Portaltage sind einfach geil. Portaltage sind richtig, richtig cool. Feiere diese Portaltage, wirklich. Viel Spaß dabei. Deine Nicole.